Ich fasse das nochmal zusammen. Sie sind ein Zeitreisender aus dem Jahr 2341 und sind zufällig hier gelandet, weil Ihre Zeitmaschine eine Fehlfunktion hat. Ist das alles richtig? Außerdem stecken Sie aufgrund besagter Fehlfunktion hier fest, weil die Technologie, die erforderlich ist, um Ihr Zeitreisegerät zu reparieren, erst in knapp 300 Jahren erfunden wird. Ist das auch richtig? Kann ich die mal sehen? Was? Na, Ihre Zeitmaschine. Jetzt? Ja, wir sind doch unter uns. Vorsicht. Das ist ja ein Stein. Ja, natürlich ist es ein Stein. Sind in der Zukunft alle Zeitmaschinen aus Steinen gemacht? Ja, ich glaube schon. Hat mit der Ressourcenverteilung zu tun oder so. Und wie funktioniert die, Ihre Zeitmaschine? Sie funktioniert eben nicht, das habe ich doch gerade gesagt. Ja, ich meine ganz theoretisch, wenn sie funktionieren würde. Man drückt da an der Seite drauf. Hier? Nee, etwas weiter oben. Hier? Und dann macht es dann BUMM und man verschwindet in so einem gelben Lichtstrahl. Lila. Lila. Ja, der Strahl ist lila. Und man verschwindet auch nicht einfach. Man wird in die Funktionsmatrix der Zeitmaschine hineingesogen und steuert sie dann mit seinen Gedanken. Also es gibt keine Knöpfe da drin oder so. Man muss quasi daran denken, wo man hin will und dann ist man auf einmal da. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie nehmen mich nicht ernst. Ich kann mir vorstellen, dass so eine lange Zeit der Isolation in einer fremden Welt, einer fremden Zeit sogar, dass das sehr belastend für sie ist. Martin, was haben Sie getan, um das auf sich zu nehmen? Was ist denn da vorgefallen in Ihrer Zeit? Ich habe gestohlen. Gestohlen? Was haben Sie gestohlen? Obst. Obst? Ja, Obst. Aus der privaten Sammlung unseres Vorstehers. Was ist das, ein Vorsteher? Sowas wie ein Zuhälter für die Arbeitseinteilung. Und dem konnten Sie das Obst nicht einfach abkaufen? Ich habe noch nie welches gesehen vorher. Keiner von uns. Aus meiner Division hat jemals welches gesehen. Aber dieser Vorsteher, der hatte ja welches. Ja. Irgendwann hat sich unter uns das Gerücht breit gemacht, dass er heimlich Obst anbaut. Sein Haussklave gehört zu meiner Division. Naja, ich habe ihn mit meiner Prandium-Ration für die Woche bestochen. Damit er mich reinlässt, wenn sein Herr zur Versammlung ist. 5 Tage habe ich gehungert. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe einfach alles in meine Taschen gestopft, was ich konnte, und bin gerannt. Aber es war zu spät. Der Sklave hatte mich verpfiffen. Der hat ihnen gesagt, wer ich bin. Plötzlich war da dieses Zimmer. Die Tür war auf. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es war sein Arbeitszimmer oder so. Auf jeden Fall war da dieser riesige Schreibtisch und da war die Zeitmaschine drin. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe die einfach genommen und habe irgendwie drauf rumgedrückt. Ja, auf einmal war ich hier. Und das alles wegen ein paar Taschen voll Obst? Ich habe mir keine Ahnung, was einem blüht, wenn man das tut. Was blüht an? Erzählen Sie doch mal, was kommt da auf einen zu, wenn man Obst gestohlen hat? Da wo Sie ja. Wie hat dieser Vorsteher genau das, was Sie denen da oben vorwerfen? Dass Sie immer nur nach unten treten? Ja,
Wohin treten Sie jetzt? Sie treten nicht um sich herum, nein. Sie machen nicht einen Ihrer dreckigen Freunde verantwortlich. Der Sklave muss es gewesen sein. Sie der sind Sklave der Verräter, von dem Sie sich fürchten. Sie selbst. Sie haben verraten. Dafür wird man Sie zur Verantwortung ziehen. Man wird Sie finden, Mann. Sie sind schon hinter Ihnen her. Die sind hinter Ihnen her. In diesem Moment suchen die nach Ihnen. Was werden Sie finden. Ich weiß, warum du nicht so beschissen bist. Du fühlst dich so beschissen, weil du alleine bist. Du bist hier allein und zu Hause bist du auch. Weißt du, was deine Freunde treiben, während du hier sitzt und mir die Ohren vollheulst? Die sitzen in einer Zelle und werden gefoltert. Weißt du, warum? Weil du Bock auf einen Apfel hattest, deshalb! Martin? Mein Gott, Sie sind ja ganz blass. Martin, trinken Sie ein Glas Wasser. Martin? Martin, trinken Sie ein Glas Wasser, das wird Ihnen helfen. Was? Trinken Sie einen Schluck Wasser. Besser? Noch einen Schluck? Okay, wenn ich noch eine Zigarette rauche? Ja, natürlich. Nur zu. Gerne. Auch eine? Nein, danke. Ich habe schon vor Ewigkeiten aufgehört zu rauchen. Hm. Ja, ich sollte es mir eigentlich auch wieder abgewöhnen. Mhm. Ist schon komisch. Irgendwie hält diese Welt ziemlich viele verhängnisvolle Dinge für einen bereit. Was man gar nicht mal anfangen soll. Da wünscht man sich doch fast in seine eigene Zeit zurück, wo man gar nichts hat. Tja, wie heißt es so schön? Der Mensch ist der Gefangene seiner eigenen Laster. Am besten hat man also gar keine, dann kann man auch nicht eingesperrt werden. Ja. Haben Sie eigentlich Kinder? Mhm. Ja, zwei wunderbare Töchter. 11 und 14. Mhm. Schön, freut mich. Mhm. Haben Sie wegen der Kinder mit dem Rauchen aufgehört, oder? Ach, es war damals einfach an der Zeit, wissen Sie? Nein. Weiß ich nicht. Ich durfte mich nicht fortpflanzen. Aber ich weiß was anderes. Was denn, Martin? Legionäre dürfen keine Zigaretten rauchen. Bitte. Wie habt ihr mich gefunden? Bitte, sind Sie wahnsinnig geworden? Du hast keine Ahnung, wie das ist. Dieses Leben, diese Existenz. Jahrelang habe ich versucht, irgendwas auszurichten. Freunde sterben sehen, mich organisiert. Geschuftet. Bitte zielt ihr nicht mit der Waffe auf mich, bitte. Ihre Freunde sind gestorben. Was war denn mit Ihren Freunden? Du weißt ganz genau, wovon ich rede. Ich habe keine Ahnung. Ich stelle Ihnen Leute vor. Die gehen mit Ihnen wohin? Da wird Ihnen geholfen. Ja, ich weiß ganz genau, wie ihr mir helfen wollt. Lebenslanges Arbeitslager oder was? Warum haben die überhaupt einen Legionär geschickt? Deswegen? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Warten, bitte. Ja. Bitte Ihre Freunde in der Zukunft. Die werden doch bestimmt auch eingesperrt, wenn Sie mich jetzt hier erschießen. Wir beide gehen hier gemeinsam raus. Ich stelle Ihnen ein paar Leute vor. Die können Ihnen helfen. Die nehmen Sie mit, die helfen Ihnen. Sie leben, ich lebe. Alle haben gewonnen.